Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt. Was heißt brandneu? Es ist für mich zumindest brandneu, und zwar Minecraft Highlands. Es ist, man kann es eigentlich so vergleichen wie mit Craft Attack. Also es ist hier in einer Amplified-Welt, und die Regeln sind so ziemlich dieselben, nur halt, dass man nicht griefen soll oder so. Und mit hier im TS ist gerade der Game Count. Ja, hallo. Oh, hallo. So, und ansonsten, er ist auf jeden Fall einer von den Leuten, die hier mit im Projekt sind. Das sind, wie viele sind es insgesamt? Wir müssen jetzt 7 oder 8 Leute sein. Okay, ist auf jeden Fall, der Projektleiter ist der Plasma, und also mit Doppel-Z heißt er, Plasma und Phoenix ist ja auch noch mit dabei. Also, na gut, von meinen Zuschauern sollte den eigentlich keiner kennen, aber ich kenne ihn halt. Sag mal's mal so. Und jetzt noch zur Erklärung ein bisschen. Ich bin hier schon meilenweit vom Spawn weggelaufen. Also, man hat ja auch keine Aufnahmepflicht oder sowas. Man muss mindestens 2 Folgen pro Woche raushauen, und das werde ich auf jeden Fall deutlich überbieten. Und ja, ich bin jetzt hier Ewigkeiten rumgelaufen, wie gesagt, und habe jetzt hier endlich einen geilen Platz gefunden. Ich meine, guckt euch das an. Da sind Plattformen, da überall richtig geiler Berg. Da hinten war auch noch irgendwo ein richtig geiler Berg. Und jetzt habe ich hier eine fliegende Insel mit Wasserfall, der natürlich generiert ist, gefunden. Und das ist doch perfekt für mich. Und da habe ich mir gedacht, schwimme ich gleich mal hoch. Ich farm erstmal ein bisschen Holz. Und dann gehe ich da hoch und werde mal sehen, was ich mir so Schönes da oben baue. Ein Häuschen wahrscheinlich, und dann gehe ich ein bisschen farmen, sowas. Und ich nehme jetzt erstmal den Anfang ein bisschen auf. Gut, also wenn du jetzt bei mir in der Nähe gewesen wärst, hätte ich dich vielleicht ein bisschen unterstützen können, aber... Ich bin extra ein bisschen weiter weggegangen, weil damit ich halt so für mich alleine ein bisschen bin, damit nicht irgendwie... Weil ich habe ja schon gehört, es gab hier so den einen oder anderen Krieg auf dem Server, und da... möchte ich mich erstmal von fern halten und hier in der Ferne meine super Secret Base aufbauen, und dann komme ich auf einmal an mit Full Enchanted Dia Rüstung und so, und dann geht's ab. User joined your channel. Und wer ist jetzt gekommen? Ping. Plasma. Ach, Plasma. Mensch, ich bin gerade in der Aufnahme. Wie geht's? Immer noch so schlimm Guten mit Tag. Internet. Warum gehst du da nicht in den... Hä? Ja, ich kann ja ganz kurz meinen Ping sagen. Mein Ping beträgt gerade 667. Geht ja. Gerade eben waren es ja noch 1000. Es legt sich langsam wieder. Genau, es legt sich langsam wieder. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Ah ja. Das wird die Drossel kommen, ne? So, ich schwimme jetzt hier schön den Wasserfall nach oben. Bin jetzt fast da. Wie es hier oben aussieht. Hoffentlich sind hier oben auch ein paar Bäume, damit ich hier meine Holzversorgung habe. Nee, da hört der Wasserfall auf. Okay, Game Count mag auf jeden Fall Bratwurst, so viel wissen wir jetzt über ihn. Ja, komm. Ja, also nein! Diese Kriege, die fanden ja nur statt, weil wir noch keine Regeln hatten. Jetzt haben wir ja Regeln, und dann ist das ja alles wieder gut. Genau, und ich bin gerade zu inkompetent, auf ein Stück Erde zu springen aus einem Wasserfall raus. Perfekt auf jeden Fall. Komm jetzt hier. So, okay. Wie sieht's denn hier oben aus? Ich bin noch nicht auf der Spitze der Insel, das ist schade. Muss ich mich hochbauen. Auf welcher Höhe bin ich überhaupt? Oh, schon 207. Plasma ist wieder weg, oder? Ja, der ist wieder weg. Gut. Aber was ich ganz eben mal mache, ich mache einen kurzen Cut und mache den Game Count ein bisschen lauter. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Jetzt mit einem lauteren Game Count. Jawohl. Ja. Und ich war natürlich so schlau, ich habe nur einen Baum gefällt und bin schon jetzt in... fast ganz oben auf der Welt und an der Klippe von der fliegenden Insel und weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich glaube, ich mache mir erstmal eine Spitzhacke.
wäre vielleicht ganz klug. Na? Okay. Dann kann ich ja auch schon gleich sowohl Stein abbauen, um mir dann die besseren Sachen zu machen, und gleichzeitig mich hochbauen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr schön. Das dauert jetzt noch eine Weile, weil es ja nur eine Holzspitzhacke ist. Ich werde auf jeden Fall auch mal zusehen, dass ich dann mit den ganzen anderen Leuten auch mal aufnehmen kann, damit hier ein bisschen Abwechslung in den Aufnahmen auch herrscht. Und dazu ist es ja auch da, das Projekt, dass hier so die ein oder anderen Leute halt mit dabei sind. Also meistens war es jetzt so, dass wir immer alle abends da waren, so gegen 19 bis 20 Uhr. Ja, Phoenix und Plasma hatten zum Beispiel auch gesagt, sie wollen vielleicht heute Abend aufnehmen nochmal, da werde ich dann wahrscheinlich auch dabei sein. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja sogar noch, diese Folge heute noch zu bringen. Aber ich glaube, mit meinem Internet wird das nicht so ganz klappen. Wie lange brauchst du denn so, um eine Folge hochzuladen? Ja, kommt drauf an. Also ich sag jetzt mal so, warte, ich muss kurz, wie war das nochmal? Also 1 GB ist auf jeden Fall, dauert... Ich sag mal so seine Zeit, ich glaube es waren so um die 4-5 Stunden fast schon manchmal. Also es ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber so um den Dreh ist es meist. Also es ist schon ziemlich krass eigentlich. Ja, bei mir dauert das so um die 8 bis 10 Stunden. Ach echt? Ja. Was hast du für einen Upload? Ich brauch keine Ahnung. Okay, das wird dann wahrscheinlich... Auf jeden Fall sehr schlecht. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich so vielleicht 500er, 500 Kbit, könnte ich mir vorstellen. Könnte hinkommen. Ja. Ja, ich habe so 900 bis 1000, also ist auch nicht gerade so prickelnd vom Upload her. Und... Das ist jetzt auf jeden Fall schade, dass diese Insel hier keine flachen Flächen hat, sondern ein richtig krasser Berg ist. Also, mal gucken. Es sind sogar mehrere Inseln. Aber welche war jetzt... Das war die große, die ich so von unten gedacht hatte zu sehen, ja. Okay, dann muss ich mal gucken. Vielleicht gehe ich dann doch in einen von den größeren Bergen. Okay, hier, da. Da drüben. Das sieht doch nice aus. Oder da unten. Ach, da unten an die Wand. Ist aber so tief unten. Ich will weiter oben sein. Wie hoch bin ich jetzt hier überhaupt? Oh, 234. Ja gut. 20 Blöcke und dann ist die Welt zu Ende. Ist jetzt die Frage. Ach, und das war dieser... Ach, das ist der Berg, den ich da... Ah, okay. Also ich war am Anfang auch auf einem Berg, oder eher gesagt auf so einer kleinen Insel. Da hatte ich dann schön mein Haus gebaut. Was passiert? Der Prinz Pixel kommt und fackelt es ab. Ja gut, das ist dann schade, würde ich mal sagen. Ja, ich habe dann einfach die ganze Insel abgerissen mit Haus. Und jetzt bin ich einfach mal unten im Tal. Oh, weil gut. Ich bin noch irgendwie 800 mal runtergefallen und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja gut, bei 17 Toten 800 mal. Ja, das ist so das Gefühl. Ja, das Gefühlte. Das kann natürlich dann sein. So, und ich gucke mir das hier ja so die ganze Zeit an. Also diese zwei Inseln, beziehungsweise das ist ja, oder ist das auch eine Insel, hat die Verbindung zum Boden? Kann sein. Auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall eine Insel, wo ich drauf bin, und das da. Wenn ich hier so eine Verbindung mache, wie hier zum Beispiel so eine Plattform, und hier das Innere von dem und dem Berg, beziehungsweise der Insel,
auch noch mit nutze, dann sollte das eigentlich ganz gut sein. Hab hier oben die Bäume, die kann ich noch abbauen und wieder neu pflanzen. Das hört sich gut an. So. Ich gucke auch gerade mal, ich nehme jetzt schon, naja, ein paar Minuten auf, aber da geht auf jeden Fall noch was. Okay, so. Ist jetzt die Frage, wie mache ich das? Vielleicht auf der Ebene so. Das sieht gut aus. Hier so lang. Hier. Ach, und da ist auch noch eine Ebene. Ach, das ist doch... Aber die will ich nicht nutzen. Die ist mir schon wieder ein bisschen zu tief unten. Ich will schon hier weit oben bleiben. Boah, die Wand ist auch so schön, schön flach, da könnte man auch was hinmachen. Aber ich bleib erstmal bei dem Plan, den ich hatte. Und ich baue mir hier am besten erstmal so eine provisorische Treppe, beziehungsweise ich könnte auch gleich Leitern bauen. Ist vielleicht noch schlauer. Dann würde ich sagen, soll ich die Ebene nehmen? Hier. Ja, nehme ich diese Ebene hier am besten und trage das hier von der Erde, trage ich ab und dann mache ich hier meine schöne Plattform, die verbinde ich dann noch, wo wollte ich eigentlich, wo ist denn jetzt, genau dahin. Ja, so werde ich das machen, okay, dann mache ich mir jetzt erstmal ein bisschen Grundausrüstungszeugs. Ja, noch nicht mal eine Steinspitzhacke, die mache ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal. So. Ach ja, Schaufel wäre auch ganz schlau. Ist ja jetzt hier erstmal Dirt, den ich abbauen muss. Nein! Och, Mist. Jetzt habe ich mir eine Hoe gemacht. Das ist natürlich nicht so gut jetzt gerade. Brauche ich nicht. So, da begradigen wir das jetzt hier erstmal noch schnell. Sollte eigentlich nicht so lange dauern, hoffentlich. Und was machst du so? Ja, ich arbeite immer noch an meiner Schaffarm, weil es war irgendwie nichts anderes außer Schafen zu finden. Und jetzt gibt's ja in der 1.8 dieses tolle Feature, dass Schafe auch Fleisch droppen. Ja, das auch sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Also weiß ich nicht, warum sie das nicht schon früher mit drin hatten, weil... Ja gut, jedes Tier droppt eigentlich Fleisch, also... Auch ja. Im echten Leben ist irgendwie, sonst wäre irgendwie sinnlos, wenn die Lebewesen nicht aus Fleisch bestehen würden, dann wäre das ein bisschen komisch. Naja, bis jetzt waren die Schafe in Minecraft halt nur aus Wolle. Ja, gut, waren halt alles Zuckerwatte-Schafe. Genau. Du kannst mir ja mal ein bisschen was über deinen Kanal erzählen. Jetzt bin ich natürlich noch nicht dazu gekommen, mal bei dir vorbeizuschauen. Ja, ich bin ja jetzt, so gesagt, auch ganz schnell einfach ins Projekt reingekommen. Die Geschichte habe ich dir, habe ich die jetzt in der Aufnahme schon erzählt oder außerhalb der Aufnahme? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube außerhalb der Aufnahme, aber es... Okay, weiß ja. Ich nicht. ja, genau. Also, ich glaube, ich guck das nochmal in der Aufnahme danach, sonst erzähle ich es dir doppelt und dann komme ich mir noch dämlicher vor, als ich eh schon bin. Und wenn nicht, erzähle ich es einfach in der nächsten Folge. Aber mein Kanal, ja gut. Du nimmst da jetzt gerade nicht auf, das heißt, ist einfach nur so, ja, also ich mache Let's Plays, wer hätte es gedacht, von, also ich habe zurzeit noch ein Projekt am Laufen, was eigentlich schon fertig aufgenommen ist und so, also eine Ultra Border PvP nennt sich das, ist eine Battle Staffel in Minecraft und ansonsten mache ich noch Terraria mit Lippenstift LP, kennst du den eventuell?
Der Name sagt mir was, aber... Der ist aus Ares, wo Phoenix ja auch drinne war und jetzt ausgetreten ist. So, ja. Also, falls du da die Leute ein bisschen kennst, weiß ich ja nicht, inwiefern du die da kennst oder keine Ahnung. Naja, so richtig kennen tue ich da keinen, aber... Ja, ich hatte halt jetzt vor allem in den letzten Wochen sehr viel mit denen zu tun. Was meine Zuschauer ja auch nicht wissen, weil ich ja nie ins Projekt gekommen bin, weil... Na gut, das... Ich glaube, darüber erzähle ich jetzt erstmal nicht weiter. Da gab es ein paar Auseinandersetzungen mit Projektleitern und so. Naja, nicht so geil. Okay. Ja, und ansonsten habe ich noch ein kleines Projekt am Laufen, nämlich Syndicate Games, kennst du wahrscheinlich, oder? Von Multicube, dieser Spielmodus. Ja, das wollte ich auch mal aufnehmen. Ja, das trifft sich doch perfekt. Mache ich nämlich jeden Mittwoch eigentlich gegen einen anderen YouTuber. Diese Woche hatte ich es mal verpennt. Und da ist dann keine Folge gekommen. Aber, naja, so schlimm ist es ja eh nicht. So viele Leute gucken ja meine Videos nicht. Ich meine, na gut, 15 Abonnenten ist jetzt nicht so das Wahre. Leider. Dafür, dass ich eigentlich täglich Videos bringe und, naja, davon die Aktiven, also insgesamt eigentlich so jedes Video eigentlich nur so 2-3 Aufrufe leider, aber mache ich mir eigentlich nicht so viel draus, weil ich habe Spaß daran, ich habe Spaß an YouTube und man kennt immer, lernt immer neue Leute kennen und sowas. Also ich habe insgesamt Spaß dran und deswegen höre ich auch nicht auf, selbst wenn fast keiner mich guckt. Also das ist so mein... Ja, die Leute kommen mit der Zeit ja alle. Ja, mit der Zeit, 5 Monate, ist schon ein bisschen. Aber es kann vielleicht auch so ein bisschen an meiner Einstellung liegen, weil es wurde mir jetzt schon von vielen Leuten gesagt, ja, schreib doch mal bei dem und dem Kommentare oder so, dann wird man vielleicht auf dich aufmerksam oder so ein Bullshit eigentlich, weil ich will eigentlich weder auf irgendwelchen TS-Sachen von größeren YouTubern oder so oder unter Videos von größeren YouTubern will ich eigentlich keine Werbung machen, weil das, ich finde, das ist nicht so das Wahre. Nee, also bei mir haben jetzt in der letzten Zeit gefühlte 10 bis 15 Leute immer drunter geschrieben, tolles Video. Ja. Und darunter dann noch so ein Satz, Schau doch mal bei mir vorbei oder sowas. Ja genau, oder kommentier mal mein neues Video. Ja, also auf sowas lasse ich mich generell auch nicht ein, weil das ist einfach, naja, Schwachsinn meiner Meinung nach. Ja, und eigentlich müsste das von Google Plus dann auch direkt als Spam markiert werden. Und dann bringt's eh nichts, das zu schreiben, weil... Also bei mir hat's schon ein paar Mal geklappt, dass es einfach direkt als Spam markiert wird, sowas. Ohne dass ich... Ja, bei mir auch. Ja. So, und ich würde auf jeden Fall sagen, wie spät ist es? Ich glaube, die erste Folge sollte hiermit vorbei sein, sonst wird es zu lang und ich schaffe sie gar nicht hochzuladen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Like da, wenn nicht, dann nicht. Und... Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.